Ja. Es gibt heute leckere bisschen Licht machen. Das ist ein bisschen hell, wird hier. Auf dass es ein wenig heller wird. So. Na, Stream Elements sagt heute noch gar nichts an. Das ist auch was. Egal. Also ich fange jetzt einfach mal an. Es gibt heute bei uns leckere Zupfkuchen-Muffins. Ich habe mir noch nichts abgewogen. Das mache ich jetzt mit euch zusammen. Wir stellen uns auch erstmal das alles her, was wir brauchen. So, wir brauchen natürlich Zucker und jede Menge Mehl heute. Wir wollen ja noch Bananenbrot backen. Da stelle ich mir schon mal alles hier her. Da stelle ich mir schon mal alles hier ein bisschen hin. Mal die Kamera ein bisschen höher. So. Und da noch du. Und so. Und so. Ja, okay. Das so gut eingestellt? Ja, okay. So, dann machen wir mal weiter. Wir brauchen noch Butter. Butter, 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 Butter. Ich wollte schon sagen, ich habe gar nicht was für die Butter. Butter. Und hier habe ich noch Eier. Die Eier hier. Jetzt muss ich das mal schon 200 Gramm Quark. Ich hoffe, dass wir mit dem Quark reichen. 200 Gramm Quark. Also 200 hatte ich gerade. Es müssten gerade noch 200 Gramm Quark sein. Ich habe hier noch was Quark. Dann Vanillepudding. Vanillepudding. Etwas Backpulver. Kommt in diesen ersten Teig rein. Was Backpuder. Und wir brauchen natürlich Kakao. Puder. Kakao, Kakao, echter Kakao. So. Jetzt wiege ich mir hier meine 100 Gramm Butter erstmal ab. Sehen, wie viel wir hier haben. 90 Gramm. Da fehlen uns schon noch was an Butterkram. Brauche ich dann für die andere? Oh, da kommt Öl rein. Sieht doch gut aus. Oh, ich brauche für? Ne. So. 100 Gramm. Wegen des 1 Gramm, da mache ich mich ja nie in der. So. Da schneide ich mal gleich mal ein bisschen in Stücke. Seht ihr, was ich mache? So. Hier rein. Das brauchen wir nicht mehr.
Oh, ich muss ja mal meine. Junges, ich habe hier mein Pop-Off gar nicht ausgeräumt. Da steht noch so viel Zeug, dass ich eigentlich in den Kühlschrank muss. Was ist das denn wieder für eine Unordnung hier bei mir? So. Das habe ich nur vergessen gestern. Das kann doch nicht angehen. Ich wusste, dass ihr das nicht seht. Das muss ich dann gleich aufwaschen. So. So. Ich packe auch ein bisschen auf hier erstmal. Den schalten wir oben unter Hitze. Den heizen wir schon vor auf 175. Das ist ungefähr hier. So. Und nun geht's weiter. Also ich hoffe, die brauche ich dann gleich für den Quark. So, die Butter habe ich hier. Jetzt brauchen wir 100 Gramm Zucker. Brauchen wir Zucker. Zucker. 150 Gramm Mehl. Regnet das bei euch auch so sehr? Also hier bei uns in Leeuwarden, das regnet wie Bolle. Dann ist es mal wieder trocken und dann fängt es wieder an. Wo mein Kind heute früh zur Schule ist, da das regnet wie verrückt. So, und dann machen wir gleich diese Backpulver mit rein. Die 2 Teelöffel. Ich glaube, ich brauche das dann für die andere, für das Bananenbrot auch noch. Ja, da brauchen wir ein paar Butter. So, und jetzt machen wir gleich 3 Esslöffel Kakaopulver. Das färbt auch immer so schön ab, das Kakaopulver. Ich hab die Butter, ich habe den Zucker, die Esslöffel Kakao, das Mehl und das Backpulver haben wir hier in. So, das kommt hier alles zusammen hier rein. Das war das mal. Das ist die erste Zutat, das tun wir jetzt so schön zusammenkneten, weil das war der Mini-Milchteig. Hi! Oh, ich kann den Namen nicht aussprechen. Was steht da? Rockstar. Auf jeden Fall, willkommen bei mir im Stream.
dauert jetzt ein bisschen, weil das wird jetzt ein schöner Teig. Das muss jetzt muss mal eine schöne Verbindung eingehen hier. Weil das ist nicht viel. Das lohnt sich nicht mit der Küchenmaschine dafür anzusetzen. Und das hier durchzukneten. Das kann jetzt ein kleines bisschen dauern, bis ich das jetzt zusammengeknetet habe. Und wenn es einmal dann schön weich geworden ist durch diese Butter, wenn die schön, die ist noch ein bisschen fest, dann geht das auch einfacher. Beginnt langsam fest zu werden, beginnt langsam ein kleiner Mürbeteig zu werden. Pulver hier. So. Ich sehe gerade, ich muss Butter zerlassen. Für die Quarkmasse gleich. Heute kommt ja eine Quarkfüllung rein. Werde ich gleich erstmal ansetzen, wenn ich ja den Mürbeteig fertig habe. So, jetzt habe ich hier den Mürbeteig fertig für diese, das wird der Boden. Und davon werden auch die Streuseln gemacht, gleich die da oben drauf kommen. Huch, jetzt habe ich mich hier eingesaut. Und man sieht alles so schön in diesem T-Shirt. Erstmal ganz schnell noch mal 100 Gramm Butter abwiegen. 100 Gramm Butter und die lassen wir erstmal ganz schön schmelzen. Das mache ich aber in einem kleinen Topf, lasse ich das schmelzen, weil ich habe zwar eine Mikrowelle, aber ich bin da nicht der Fan von. Mikrowelle und Schmelzen, da habe ich was dagegen. 100 Gramm. Das sieht doch schon gut aus. Ja. 100 Gramm, die schmelze ich mir jetzt hier. Ganz kleine Flamme zu laufen lassen. So, jetzt wäre ich schon gleich
gute Hälfte davon in diese Muffinförmchen setzen. So ungefähr, mal sehen. Da brauche ich ja, das sind 12, mal sehen. Ungefähr so. Erst einmal die Form hier hin. Ich tue das noch ein bisschen ausölen. Ein kleines Öl. Wo habe ich meine? Wo habe ich jetzt meinen Pinsel? Ich mache mir hier mal einen Tropfen drauf. Man braucht ja nicht so viel. Da kommt man schon ganz schön weit mit dem Pinsel ausgehört. Ich will auch keine Papierförmchen nehmen. Ich habe zwar Papierförmchen auch da. So, mal sehen, wie weit ich jetzt komme damit, ob das auch gut wird. Sehr die großen, dann lege ich mir das mal ab, wie viel das sind. Ich lege mir das erstmal ab hier. Wie viel Gramm? 32 Gramm. Mal sehen, ob ich mit 32 Gramm hinkomme. Wie weit ich da komme. 19. Ich brauche ja für obendrauf brauche ich nicht so viel. Ich werde wohl dann rüber ein Stück abknapfen müssen. Mit 10 Gramm. So. Machen wir die Förmchen hier rein.
So. Das zu grün mache ich schon. Das kommt dann hier oben drauf für die. So, und das waren die Streuseln, die oben drauf kommen. So, jetzt wischen wir die ganze Schoße ab, machen wir es mal sauber. Jetzt brauchen wir die Schoße wieder. Jetzt machen wir die Füllung, die Quarkfüllung. So, und dafür brauchen wir 100 Gramm Zucker. Nein, erstmal zwei Eier. Zwei Eier und eine Tasse. Zwei Eier und dann brauchen wir 100 Gramm Zucker. Etwas Zucker. Oh, jetzt war ich in Gedanken weit weg. Ich war jetzt in Gedanken weit weg. Zucker. Die Butter habe ich schon dort und jetzt müssen wir noch 200 Gramm Quark abwiegen. Etwas mehr Quark. Da hatte ich schon mal was rausgenommen, die Dore. Junge Leute, oh, das ist ja wieder was. Schon ganz klein Rest übrig. Ich hasse das, wenn ich so kleines Restelzeug übrig habe. Da kannst du nichts mit. Man kann überhaupt nichts damit anfangen. Könnt ihr nicht mal andere Maßangaben machen? So, das habe ich da stehen, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich muss meinen Schnee bilden. So, die Eier stehen, schauen nicht mit dem Zucker. Butter, wo ist jetzt wieder mein
So. So, was in der Butter? Ich segne das am besten so. Schneid doch eine Hollandaise, schneid doch keine Hollandaise. So, das rühre ich jetzt hier kurz drunter. So. Das rühre mit dem Marco-Quark hier rein. Könnte ja auch noch ein bisschen Zitronenabrieb reinmachen, fällt mir gerade ein. Ich habe noch frische Zitrone und das werde ich jetzt machen. Es gibt noch mal so einen kleinen frischen Kick. Und da ich ja Bio-Zitronen habe, ist das auch gar kein Problem. Ich wasche die mir aber trotzdem noch mal ab. Mal sehen, welche Reibe ich nehme dafür. Da haben wir noch ein bisschen Aroma drin. Ne, die will nie. Nehme ich meine Spezi-Reibe. Stehen zwar nicht, aber ich mag das so. Ein bisschen Zitronenzesten. Ja. So. Hier steht ein halbes Paket Backpulver. Mein halbes Paket Vanillepuddingpulver. Wie viel sind da drinnen? 500 Gramm? Wie viel sind da drinnen? Ne, 77 Gramm. 77,5 Gramm. Das ist 33, und noch was. Nein, ich mache das ja so, wie ich denke. Lieber ein bisschen mehr, so knapp die Hälfte. Sieht aber schon ganz gut aus, aber wisst ihr was, Leute? Mit dem Rest Vanillepudding kann man eh nichts mehr. Und ich muss das nochmal nehmen, dann verwende ich schon. Ne, das war knapp die Hälfte. Das war schon die Hälfte. So, in den Schrank. Wollen wir noch ein bisschen mehr aromatisieren? Nein, ich mache das nicht. So. Sehen, weil ich jetzt komme, ist nämlich ein großer Löffel. Ich könnte auch eine Kelle nehmen. Aber ich dosiere das mit dem. Ich tue das mit dem Löffel dosieren. Und sehen, wie weit wir kommen hier. Ich
Ich mache erstmal hier überall ein, zwei Löffel rein. Zwei. Zwei. Dann kommt immer noch Rest drauf. Zwei. So. Überall in die Kelle. Aufräumen hier. So. Und jetzt haben wir hier unsere kleinen Streuseln. Da brauchen wir auch nicht viel drauf. Das ist nur hier ein bisschen die Krümelzeug. So, ich mache was drauf, weil ich mag das nicht so, normalerweise kommt da richtig dicke Streusel drauf. Auch. Danke für deinen Follower, Felsen Niklas. So, das kommt jetzt hier ins Rohr für 25 Minuten. So. Das war der erste Streich und der zweite Volksstreich. Jetzt werden wir gleich das Bananenbrot backen. Also vorbereiten den Teig. Große Schüssel. So. Wir sehen, was ich dafür brauche, um alles herzulegen. Da brauchen wir die Bananen. Das Mehl habe ich noch hier stehen. Zucker habe ich auch noch hier stehen. Vanillezucker. Ein
Vanillezucker. Vanillezucker, Backpulver ist da noch. Jetzt brauchen wir noch was Öl. Kommt Öl. Wo ist mein Öl? Oh! Oh! Öl habe ich hier stehen. Mein Öl. Ich habe jetzt zwar keine Sojamilch da oder Mandelmilch, aber ich nehme da normale Milch. Also so vegan wollen wir auch nicht leben. Und gehackte Mandeln. Gehackte Mandeln habe ich noch hier. Ich habe hier Mandelstücke. Die kommen damit in den Teig rein. So. Aber erstmal will ich dann eine große Schüssel auskochen, weil jetzt brauche ich zum Abwiegen. Ach, wir brauchen hier noch Bananen. Bananen! Ist viel Bananen. Bananen sind gesund. Die sind zwar nicht so super überreif. Und das werde ich auch in der Küchenmaschine zubereiten. So, meine Küchenmaschine hier. Da werde ich diesen Knethaken gebrauchen. Diesen extra Haken. So. Anstecken, nicht dass ich dann wieder losstarten will und wundere mich, dass nichts geht. Ich muss die noch mal abwischen hier auf dem Gäste und da ist noch. So. Wo ist jetzt? Ja, da war's die. So. So. Jetzt wiege ich mir mein Zeug alles ab. Als erstes schneiden wir die Bananen. Bananen. Ich mache ein bisschen Bananenknietsche davon. Das kommt so rein dann in der. So. Wisst ihr, was mir auffällt, dass ich immer so sage? Banane, wo ich meine Hand kriege. Das habe ich jetzt durch mal ein bisschen. Machen wir die ein bisschen klein. Da hat die Küchenmaschine nicht so viel Arbeit. Das schön gleich vermengen, wenn ich die mit dem Ei. Das ist ein schöner Brei gleich. So.
Bananen. Bananenschale weg. Wisst ihr, dass wir da auch ein bisschen Zitrone drüber reiben können? Kann nicht verkehrt sein. So, haben wir da auch ein bisschen Zitronen auch immer drüber gemacht. So, das habe ich fertig. Das ist fertig. Fertig. Wo ist mein Rezept? Mein Rezept hat sich versteckt. 250 Gramm Mehl. Die Eier brauche ich ja gar nicht mehr. Na, dann machen wir hier gleich die 250 Gramm Mehl erstmal rein. Da wiegen wir uns die gleich erstmal ab. So geht das schon. Das war gleich bekommt zu viel. So, 250 Mehl. Das andere sind alles noch Teelöffel. Ach, und noch die Milliliter Milch. Die 75 Milliliter Milch. Meine Kinder haben wieder Milch getrunken und die Deckel nicht abgenommen. Bei der Milch ist egal, ob ihr Sojamilch, Hafermilch, Mandelmilch nehmt. Ich habe jetzt, weil ich mir das vorhin spontan überlegt habe, dass ich ein Bananenbrot backe, darum habe ich keine Mandelmilch da. So, und dann machen wir gleich noch die 2 Esslöffel Öl rein. Da haben wir das auch fertig. 1, 2 Esslöffel Mehl. So, kann das auch weg. Und die werden lecker. Die 2 Krümel Schokokrümel fallen zwar weg, aber das ist ja egal. Ach, 25 Gramm Mandeln brauchen wir auch noch. Komm, schalt um. 25 Gramm Mandelsplitter. So, abgewogen und da wollen wir mal. Das tun wir gleich hier rein. Das kommt auch gleich mit hier rein. Thank you.
ich was vergessen habe, die zwei Teelöffel Backpulver. Das sind nicht zwei, das sind zwei Teelöffel. Da haben wir vorhin was rausgenommen. So. Zwei Teelöffel Backpulver. Da kommt dann die Milch mit rein. Machen wir alles in eine Menge. So. Dann das letzte, das rühren wir mal schön durch. Ich bin hier Zupfkuchen, Muffins am Backen und Bananenbrot. So. Hier rein. Aufwasch. Wo habe ich jetzt meine Kelle? Den Teig auch gleich in der Form geben. Brauchen wir nicht mehr. Die Küchenmaschine kann man raus tun. Die Form habe ich eingefettet. Da muss man einen fliegenden Wechsel. Ich habe hier so eine kleinere Form. Die reicht für das So. Das kann auch weg. Jetzt machen wir das hier ein bisschen glatt. So. Ein kleines bisschen verteilt. Man kann das ja gleich im Backofen, wenn die Muffins rauskommen, weil die sind gleich fertig. Die brauchen nur noch 10 Minuten. Die sind 10 Minuten noch am Backen, dann können wir die gleich rausnehmen und wir können das Brot reinstellen. In der Zwischenzeit räume ich hier noch ein bisschen was weg. Merkt ihr es wieder ein bisschen gesagt, ein bisschen. Ein bisschen was, ein bisschen was, ein bisschen was. Ich habe schon eine volle Packung Eier von gestern, die ich gestern mitgebracht habe, die kommen sie in den Kühlschrank. So. Das
fertig. Das kommt gleich in die Biotonne, in den Abfall raus. Die Zitrone, das wasche ich gleich auf, das Zeug, dann ist das auch wieder weg. Und dann steht es mir nicht so im Weg um alles. Und ist die Küche gleich wieder aufgeräumter. Ja, ist auch noch was Butter und die Zitrone für Frische in den Kühlschrank. So. Meine Rezepte an Ort und Stelle. Jetzt gehe ich das mal ganz schnell rüber in meinen großen Computer und schaue, was da los ist. Hi, Yo Game. Alles gut? Ich bin nicht an das Cake backen. Ich habe nicht Quark Muffins im Ruhestern. Das ist ein Bananenbrot. Aber Homo! Homo! No. Finde ich nicht leuk, was die sagt in meinem Stream. Ja, aber kijk, das ist. Nichts süd, wie das ist. Mal jemand, der nicht geigen ist. So. Komm hier mal helpen opwaschen. Nee. Nee? Nou. Niet aardig voor je. Ik moet ja. Wat? Ik moet ja. Ik heb een halve jaar. Ja. Zo. Bij om kinderen. Und wenn die aus dem Buch du ist, tut mir nicht weh. Oh. Siehst du? Die werden zu lecker. Die Quark-Muffins. Kijk, was mit dem Hund hier ist. Lass uns kicken, was mit dem Hund ist. Was? Da ist ja mich hier jemand langsgelaufen, die. War bestimmt jemand draußen. Mit dem Hund langsgelaufen. Da schlägt mein Hund an. Der typisch Rottweiler, ne, dass er so eigentlich jeder Hund da was gut erzogen ist.
sehen so, oh, die bekommen eine schöne Farbe. Leute, die werden super. Ein so fliegender Wechsel. Ich hoffe, dass sie so, dass es so klingelt. Dann stellen wir die raus. Wenn ich das Bananenbrot im Backofen habe, das dauert 45 Minuten. Aber das braucht ihr dann nicht zu sehen. Ich mache dann ein Foto für Instagram, wie es fertig geworden ist, wie es ausschaut. Weil das 45 Minuten, das finde ich eine ganz schöne lange Zeit, euch so irgendwie zu unterhalten. Da. Und auf Discord ist das Video zu sehen, also auch das Foto vom Cake. Ich lasse euch jetzt bloß noch die Muffins sehen. Die sind jetzt so fertig. Oh, die sehen lecker aus. Hola la la, hola die Waldfee. Hola die Waldfee. So, und dann mal sehen, wenn wir raiden können. Vielleicht kann das mein größeres Kind schneller machen. Was? Ein Raid nach jemanden bringen. Na, jemanden raiden. Der Computer zu ihm ist an. Warte. Warte, ich sag dir mal. So sehen meine Cupcakes jetzt aus. Und jetzt kommt das für 45 Minuten in den Backofen. So. Und das war's auch heute schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Stream. Lasst es euch gut gehen, ansonsten ein schönes Wochenende. Mein Junge schaut, wie wir raiden können, wo wir noch hingehen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr geht noch mit. Also bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr zugeschaut habt.